Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Car Crushers 2. Wisst ihr, es ist schon etwas länger her, da hat mein Freund Dylan Dusk mal ein Video zu Car Crushers gemacht. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das damals schon Car Crushers 2 war oder das normale Car Crushers. Die Map hier sieht zumindest sehr ähnlich aus, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie für Car Crushers 2 eine ähnliche Map wie Car Crushers 1 genommen haben. Und in dem Spiel geht's halt darum, Autos zu crushen. Und ich rede einfach mal mit den Typen, weil ich bin vor dem Typen ja gespawnt. Hi und willkommen bei Car Crushers 2. Wie kann ich dir helfen? Keine Ahnung. Wie bekommst du Kredite? Ich habe einen Bug gefunden. Mein CC1-Spielpass wurde nicht auf dieses Spiel übertragen. Car Crushers 1 Game Pass. Achso. Ja, wie bekommt man Kredite? Erzähl mal. Wie bekommst du Kredite? Kredite werden am Ende der Derby-Runden oder durch Flucht aus Energiekernen gegeben. Es gibt mehr Möglichkeiten. Okay. Ich glaube, ich sehe mich einfach mal um. Ich kann zum Händler gehen hier. Und dann gibt es hier so einige coole Autos. Ihr seht, davon sind einige gratis. Was bedeutet lila? Ich weiß nicht, was es bedeutet, dass der violett ist, aber ich will den violetten haben. Den will ich crushen. Ach, der erfordert VIP. Ich verstehe. Wie komme ich? Ah, ich kann einfach scrollen. Nice. Und hier sehen wir schon 12,5 Trillion. Alles klar. Erfordert der auch VIP? Ah, dafür muss ich der Gruppe beigetreten sein. Verstehe. Ja, wir fangen erstmal ganz simpel an. Mit so einem Prius. Nee, mit so einem Honado Civic Hatchback. Den möchte ich natürlich vorher anpassen. Das kostet mich wahrscheinlich was. Ah, ich kann alles an den Dingern anpassen. Krass. Ja, ja, ich habe schon verstanden. Aber ich gehe erstmal auf Spawn. Dann haben wir hier so ein Auto. Und mit dem Auto gibt es jetzt sehr viele Möglichkeiten, das Ding einfach zu zerstören. Und man kann hier rausfahren. Ich will erstmal rausfahren mit meinem Rollstuhl unter dem Auto. Hier draußen gibt es eine richtige Fahrstrecke. Das gab es in Car Crushers 1 aber nicht, oder? Na, ich sehe mich hier erstmal um. Das Auto muss ja nicht sofort gecrushed werden. Jetzt kann ich erstmal testen, wie gut das Auto ist. Und ich muss sagen, mir gefällt das nicht. Das fährt gerade mal 80 Meilen die Stunde. Es dauert richtig lang, bis ich jetzt bei 100 Meilen die Stunde angekommen bin. Jetzt bin ich erst bei 100 Meilen die Stunde angekommen. Der Verteidigung des Autos. Ich bin ja jetzt auch die ganze Zeit Kurve gefahren. Aber trotzdem, das scheint 112 Meilen die Stunde Maximum zu sein. Kann man eigentlich auf km/h umstellen? Ich guck mal, während ich fahre, kurz auf mein Telefon. Weil das ist immer wichtig. Tempoeinheit. Kilometer die Stunde. Ja, 181 Kilometer die Stunde. Okay. Ja, ich könnte ja eigentlich mal das Car crushen, indem ich gleich auf einen Stein fahre oder so. Oder die Häuser. Oder diese Rampe da. Ah, ich schaff's nicht ganz rüber. Ich muss vielleicht noch eine weitere Kurve abwarten. Das mache ich auch. Schneller als 180 komme ich nicht. Ich komme einmal ganz kurz auf 181 rauf. Aber das ist dann wahrscheinlich das Maximum, das das Auto hier kann. Ich fahre hier jetzt einfach rein. Nee. Wow. Also ich habe erwartet, dass das Auto ein bisschen weiter wegfliegt. Aber okay. Es hat scheinbar einen sehr gut niedrig gelegenen Schwerpunkt. Das ist immer die Sache bei Autos. Autos haben meistens einen relativ hohen Schwerpunkt. Und deswegen flippen die so leicht. Das Ding hier nicht. Das flippt ja überhaupt nicht. Das liegt perfekt auf der Straße. Naja, gucken wir mal um. Gibt es eigentlich... Oh ja, es gibt Bremsen. Sehr gut. Ich gehe, glaube ich, to the land side, weil der ist new. Und new interessiert mich immer sehr. Oh. Oh, da fahre ich einfach runter. Oh. Ja, gut. Ja, aua. Mein Auto ist kaputt. Warum genau musste ich mit nochmal in dem Auto drin sitzen, während das passiert? Ja, zum Glück bin ich rechtzeitig rausgefallen, ne? Ich würde sagen, mit dem Fahrzeug bin ich fertig. Ich kann auf Fahrzeug löschen gehen, weil das war's. Das trägt dir mal dein Base-Shirt. Oh, du hast donated bei mir. Du hast das Donation-Shirt an. Nice. Okay, dann gehe ich mal zum Händler und guck mir das nächste Auto an. Da gibt's, ui, so einen schönen Trabo. Der Mord Mini. Mord Mini. Ja, man darf halt keine Markennamen nennen, ne? Deswegen heißt der Mord. Ich nenne ihn ab jetzt Morty. Hallo? Das Ding hat eine echt langsame Beschleunigung beim Vorwärtsfahren. Aber guckt euch mal an. So langsam war der eben beim Vorwärtsfahren, aber rückwärts geht's irgendwie viel schneller. Naja, ist ja auch egal. Wir fahren jetzt mit unserem Mord-Mini in den großen Spinner rein. Entschuldigen Sie, ist der hier. Erfordert 50.000 Stücke. Okay. Jetzt habe ich aber schon ein bisschen... Ich habe gerade mal 98 Stücke. Ich muss meine Car-Crushing-Skills verbessern. Das erfordert alles VIP hier. Und das erfordert alles Premium irgendwas. Dann muss ich mal woanders hin. Hier komme ich ja nicht weiter. Wo sind die billigen Crush-Dinger? Row 3, Row 1 klingt gut. Okay, gehen wir rein in Row 1. Hier haben wir den Frierer. Hier können wir unser Auto erstmal einfrieren mit einem Gefrierstrahl. Na, ich würde sogar sagen, wir packen das hier mal so seitwärts. Ich weiß nicht, ob das was bringt oder ob das jetzt dafür sorgt, dass hier... Ah, keine Ahnung. Ich steige einfach mal aus. Wie steigt man aus? Ah, einfach mit Leertaste. Okay. Quick Action. Activate Crusher. Nein. Ich möchte noch nicht. Warum steht da eigentlich Crusher? Ich gehe erstmal hier rein. Hier bin ich sicher. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit hier deswegen sterben müssen. Oh, die Tür geht auch auf. Das ist ja cool. So, es gibt Freeze Spray. Und es gibt Direction. Go Backward. Förderband aktivieren. Das ist auf Deutsch. Das ist nicht auf Deutsch. Hey, wer hat das getan? Ich aktiviere das Förderband. Rückwärts. Nein, ich meine vorwärts. Fast. Förderband aktivieren. Habe ich es jetzt deaktiviert? Ich meinte aktivieren. Okay, es läuft wieder. Und ich will, dass es fast läuft. Aber ich möchte, dass es in die andere Richtung läuft. So, jetzt aber.
Es funktioniert einfach nicht. Ja, keine Ahnung, ich kriege auch kaum Schrottstücke dazu. Jetzt habe ich 60 dadurch bekommen. Ah, jetzt geht's in die andere Richtung. Das hat nur sehr lange gebraucht. Augenblick. Ich mache wieder in die andere Richtung. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht, Leute. Oh, hier komme ich, glaube ich, nicht mehr raus. Hilfe. Ah, Gott sei Dank. Da fährt jemand mit seinem Prius. Ich sag zu jedem Auto Prius. Okay, das Fahrzeug hier kann ich löschen. Ich brauche ein neues. Wobei ich weiter beim Trabi bleiben möchte. Dann hätte ich eigentlich Respawn drücken können. Und wir gucken einfach mal nach, was es noch gibt. Den Freezer fand ich jetzt nicht so spannend. Ich kann irgendwie nicht vorwärts fahren. Ich muss erstmal rückwärts setzen und dann kann ich vorwärts fahren. Okay. Die Sägemühle. Die klingt doch interessant. Oh ja, die sieht doch schön aus. Ja, ich würde sagen, wir aktivieren erstmal die Sägen. Und stellen das Ding hier auf Slow, damit es schön langsam geht. Und wir aktivieren das Förderband. Hallo, die Sägen. Sägen aktivieren. Irgendwer hat die Sägen ausgeschaltet. Go backward. Rückwärts. Ich muss nochmal durch die vorderen Sägen. Oh, der Typ ist gerade. Hallo, geht's dir gut? Oh, er ist tot. Okay. Tut mir leid, Bro. Passiert. Ah, das ist schön. Jetzt sind die Autos zersägt. Der Typ ist gestorben. Und da hinten geht's dann ins Feuer. Mein Auto zumindest. Seins passt hier nicht ganz durch, komischerweise. Warte, ich bin mal Ehre zu ihm und lass sein Auto nochmal zurückfahren, damit es noch ein bisschen mehr gecrushed werden kann. Ah ne, der steht so auf dem Fließband, dass daraus irgendwie nichts wird. Das wird einfach nicht erwischt von den Sägen. Naja, hat er Pech. Ich kann das Fließband für ihn ein bisschen schneller stellen. Augenblick. So. Jetzt, wo es schneller ist, kommt er doch besser durch, oder? Nee, ist auch egal. Ich gehe auf Fahrzeug Respawn. Lol, was da passiert? Truck Collision. Da kann ich noch nicht rein. Wir gucken mal weiter. Was gibt es noch? Es gibt hier den Treppensturz. Oh, da kann man einfach die Treppe runterstürzen. Hey! Aua. Ich will raus. Aua. Ich glaube, ich habe mir mein Genick gebrochen. Oder was war das gerade für ein Soundeffekt? Mein Auto hat Kratzer, Leute. Das hat jetzt Kratzer im Lack. Muss es respawnen. Das hat mir jetzt 196 Schrottstücke scheinbar gebracht. Wenn ich auf Respawn gehe, kommen die dann auf mein Konto? Nee, was ist der Unterschied zwischen Schrottstücke und Stücke? Ich habe keine Ahnung. Einfach mal rein in die Stachelgrube. Da will ich nicht rein. Ah, hier kann ich hochklettern. Perfekt. Unter laborartigen... Oh, fällt man hier runter? Nee, hier ist Glas. Oh, Gott sei Dank ist hier Glas. Ich würde sagen, das müssen wir auf schnell stellen, oder? Förderband aktivieren und... Ja, dann aktivieren wir das Förderband. Los geht's. Das war's. Das ging ziemlich schnell. Aber es hat mir auch 77 Schrottstücke und 77 Stücke gebracht. Das war eigentlich ganz gut. Also das Ding kann man öfter machen. Das geht sehr schnell und bringt dann ziemlich viel. Man kann ja einfach wieder reinfahren. Dann schnell raus. Oder doch nicht. Oh nein, das Förderband. Wer hat das aktiviert? Oder war es die ganze Zeit aktiviert? Jetzt hat es mir nur 57 gebracht. Interessant. Ich kann nicht respawnen. Ah, jetzt kann ich respawnen. Man darf nicht so oft respawnen. Ich merke schon. Okay, dann gibt es den Seitwärtsspinner. Dann gucken wir uns... Ach so ein Häcksler ist das. Ja, den können wir uns ja auch mal anschauen. Dann schalten wir erstmal an hier. Den Spinner machen wir auf Fast und aktivieren ihn. Sehr, sehr gut. Und das Ding packen wir auch auf Fast. Oh, irgendwer hat das Ding wieder ausgemacht. Und jetzt geht's rein. Hallo, wer hat den Spinner ausgemacht? Egal, dann geht der Spinner jetzt erst an. Und der nächste kommt hinterher. Alles klar, Homies. Ich muss mal kurz respawnen, weil irgendwer hat den Spinner wieder deaktiviert. Oder deaktiviert er sich selbst. Achtung, mein Trabi! Ach, sehr gut. Fahrzeug freigeschaltet. Ich habe ein neues Fahrzeug. Das will ich haben. Ich drücke mal hier oben rauf, dann auf Händler. Dann kaufe ich mir ein neues Auto. Weil so läuft das auch im echten Leben. Ihr kauft euch neue Autos, zerschrottet sie und dann kriegt ihr Geld für neue Autos. Weil genau so funktioniert das. Warum rede ich gerade so? Ich habe das Auto gar nicht freigeschaltet. Oder ich drücke mal auf Spawnen. Ich habe es freigeschaltet. Ach so, man braucht... Okay, interessant. Ja, jetzt bin ich hier und hier brauche ich über sehr viele Stücke, um erstmal rein zu dürfen. Aber das Auto fährt doch schon mal ein bisschen schneller. Zumindest hat es ein bisschen mehr Beschleunigung. Das ist ja ganz angenehm. Ich weiß nicht, was die Leute hier tun, aber ich lasse sie einfach mal machen, ne? Gehen wir rein in Row 1 und dann in den Treppensturz. Treppensturz! Alles klar, sofort explodiert. Das Auto hält nicht viel aus, aber es bringt mir gut Teile dazu. Das gefällt mir natürlich. So, nach dem Seitwärtsspinner, Treppensturz, Stachelgrube, gucken wir uns mal hier um. In den Schnetzler. Gut, schauen wir uns mal an, was das Schnetzler so kann. Oh, sind das Messer? Ich verstehe. Stellen wir das auf Slow und dann geht's mal langsam los, ne? Und bam! 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 Ich zerstöre alles! Man nennt mich auch den Schnetzler. Das gefällt mir, weil man kann so kontrollieren, wenn die Dinger runtergehen. Aber das war's dann auch schon. Ich will die nächste Maschine angucken. Ich merke den Sinn. Also es macht schon Spaß, ihr Auto zu zerstören. Weil sie auch so schön kaputt gehen. So, was gibt's nach dem Schnetzler? Geschwindigkeits-Crash-Test. Da müssen wir mit Geschwindigkeit rein. Ui.
Ich kann die Kontrolle gar nicht halten. Okay, ich habe wieder die Kontrolle. Ich werde auch immer langsamer, weil mein Auto gar nicht so schnell fahren kann. Lol. Was war das denn? Irgendwo im Stuntpark ist ein Fluchthubschrauber gelandet. Finde ihn und fliehe. Okay, ich muss kurz zum Fluchthubschrauber. Im Stuntpark. Leute, irgendwer hat was gemacht. Ich weiß nicht, was los ist, aber wir müssen los. Was sind meine Haare? Ich habe keine Haare an, Leute. Irgendwo im Stuntpark. Das hier ist doch der Stuntpark, oder? Ist das der Stuntpark, please? Irgendwo muss ein Fluchthubschrauber gelandet sein. Wir halten auch schon nach dem Fluchthubschrauber. Oh Gott, ich glaube, ich bin auf der falschen Seite rausgefahren. Da hinten fährt jemand. Die fahren bestimmt richtig. Die kennen sich aus. Da ist der Hubschrauber. Wir müssen dahin. Wir müssen dahin, Leute. Wie kommen wir da hoch? Ich weiß, wie ich da hochkomme. Ich weiß, wie ich da hochkomme. Ich komme da nicht hoch. Okay, ich muss zu Fuß weiter. Ah, schnell, schnell, Leute. Evakuieren. Wie viel Zeit habe ich? Steht hier irgendwo... 27 Sekunden. Oh Gott, ich schaff das. Ich schaff das. Muss ich mit deinem Fahrzeug hier rein? Weil mit dem Fahrzeug kommt man hier niemals hoch. Aber ich bin drin. Ich sitz vorne, ich sitz vorne. Ha, ich darf vorne sitzen, neben dem Piloten. Kernzugriff. Geschickter Crusher, okay. Da ist Captain Incredible. Mr. Incredible. VIP, geschickter Crusher. Okay. Okay, der Helikopter hebt ab. Ich weiß wirklich nicht, was passiert ist, aber ich glaube, mein Auto geht bald kaputt. 4, 3, 2, 1. Denkt euch an... Okay. Okay. Ich glaube, dieser Helikopter würde so eine Explosion von hier auch nicht überleben, aber gut. Guck mal, die alle hier so ein Schild haben, die sind alle eben gestorben. Die sind gerade eben alle gestorben deswegen, weil sie es nicht rechtzeitig geschafft haben. Zum Glück habe ich mal auf die Nachricht geachtet. Wow. Ach, sieht das nicht schön aus. Die Anlage wurde zerstört und wird in Kurzem wiederhergestellt. Weniger als die Hälfte des Servers überlebte. Aber ich habe überlebt. Ach ja. Alles no. Okay. Ich würde sagen, das war doch ein gebührender Abschluss für so ein schönes Video. Wenn ihr Bock habt auf noch ein bisschen mehr Car Crusher. Oh Gott, was ist hier alles passiert? Naja, dann liked auf jeden Fall das Video und abonniert meinen Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!